So, dann holen wir uns hier mal, wer ist das? Bird Machine zu Hilfe. Was natürlich direkt nicht klappt, aber den NPC können wir auf jeden Fall haben. Wer ist bei Claire? Ach, eine Heiltante, glaube ich. Ich dachte, Lucatil kriege ich hier, aber anscheinend nicht. Ich will noch einen normalen. Ach, da ist er. Da ist wer. Blom. Hat wieder nicht geklappt. Blom, warum? Ohne Ey kann man es eigentlich gar nicht bringen, das wird ziemlich schwer. Soll ich oder soll ich nicht? Da, ich habe was gehört. Da. Weltmaschinen schon wieder. Mann! Egal. Sterben wir mal. Den schnell killen, bevor die anderen hier hochkommen, Mann, die kommen garantiert. Den hätten wir. So, jetzt, da kommen die nächsten. Am besten runter, am besten runter. Hoffentlich überlebe ich den Fall. Oh, jawohl. So, wo ist er? Hier haben wir nämlich mehr Platz. Und das Geile ist, von oben bleibt jetzt der andere Arzt, das heißt, ich muss. Wow. Ah, jetzt kommt er auch. Aber das macht gut Damage, der große Fall von ihm. Und das sieht ein bisschen aggro, das heißt. Komm schon. Der andere, also Pilgrim Belclair, macht das schon mit dem anderen, wie ich sehe. Braucht ein Zeitfenster für zwei Hits von den schweren Schlägen, aber das bringt. Ja. Das Ganze noch zweimal und dann. Zack, zack, zack. Oh. Das wird jetzt problematisch. Ich müsste den schnell killen. Oh, Jesus. Nein! Komm! Nein! Komm schon! Ohne Funz! So! Da war's.
das war's. Der Boss ist echt wieder so ein... warte mal, was war denn der erste Boss? Genau, also das ist echt der... dieser Gigantenboss, der war relativ einfach. Danach der schwere, den wir vom Plattform gekillt haben, war echt das schwerste. Und das hier, oh, ist einfach wieder eine Hürde gemeistert. Das ist gut, weil jetzt alles danach ist ziemlich... oh fuck, das wollte ich nicht. Ich wundere mich, ob das nicht vielleicht doch zu leise ist. Was ist da drin? Ach, ein Zauber, okay. Ein Wunder, glaube ich, keine Ahnung. Ist. Ne. Geht wahrscheinlich mal ein Treppe hoch. Leiter. Ne, hier ist nichts. Das ist wieder irgendein Consumable-Item. Dieses Kettengeräusch hat mich traumatisiert, ey. Das sind die Gruselgegner. Das sind die Nope-Gegner in diesem Game. Jedes Game hat einen Nope-Gegner, ey. Auf die man einfach nur keinen Bock hat und die richtig... irgendwie... warte mal. Oh, ich muss eins übersehen haben. Oder auch nicht. Kann schon mal, wie ich da hinkomme, aber egal. Vielleicht hier. Sprung müsste es doch auch gehen, oder? Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Raum hier keinen Zweck erfüllt. Irgendwie muss ich... naja. Ich schreck jedes Mal. So, Bonfire. Wir sind erstmal sich... und wir haben viele Seelen. Fuck. Nicht so weg. Bearer of the curtain. Seek lest. Nee, stopp. Verbrate jetzt erstmal wieder die Seele hier. Weil scheiß auf die Items, die man Leute kriegen kann.
bearer of lest. So hoch. Wir investieren. Erstmal wieder in Stärke. Und eigentlich müsste auch mal. Oh, Endurance muss ziemlich was her. Das ist echt wichtig. Sehr, sehr wichtig. Das habe ich ein bisschen zu sehr vernachlässigt jetzt. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal aus links weg. Hier Lost Bastille und dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Denn ich weiß, dass es hier was Schickes zu holen gibt. Warte mal da. Oh, das ist nice. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dass ich das nicht bedacht habe. Hier rein. Da gibt es einen Keller. Der ist, soweit ich weiß. Au, au. Ach. Der ist, soweit ich weiß. Hier, das muss er sein. Aber die sind ziemlich heftig, deswegen aufpassen. Ah, okay, doch nicht so heftig. Human Effigy, okay. Und hier gibt es eine Kiste. Ich glaube, da ist ein Respec-Dingsmups drin. Wie heißt das? Soul Vessel müsste das sein. Jawohl. Und damit kann man alle Dings, die man bisher jetzt ausgegeben hat, alle Seelen. Quatsch, alle Punkte. Noch ein Essensflaskschaden. Wie geil ist das denn? Alle Punkte, nicht alle Seelen, sondern alle Punkte, die man bis jetzt ausgegeben hat, kann man wiederkriegen und mal verteilen. Was ziemlich nett ist. Was ist das? Keine Ahnung. Das heißt, wenn ich mich irgendwann mal verskillt haben sollte, beziehungsweise die Punkte neu verteilen will, habe ich schon mal einen Ausweg dafür. Titanite-Shards sind immer gut. So. Hier. Da unten sind so komische. Ich weiß nicht, was das sein soll. So komische Wildschweine. Hier, wie heißen die? Stachelschweine, keine Ahnung. Was soll das sein? Schweine? Das ist ein Schwein oder nicht? Ja, yep, definitiv. Die halten ganz schön was aus. Und ich kann die nicht treffen. Nur mit dem hier. Schon. Und das ganze Unterfangen hat mir jetzt genau nichts gebracht. Also die Schweinekillerei. Das da drin war natürlich sehr geil, was ich da alles bekommen habe. So. Genau. Is that a Tis, however. Yep. Yep. So, jetzt habe ich nämlich sage und schreibe 4 Schlippe schon von dem Ding. Seelen habe ich nicht mehr. Vielleicht kann ich das doch schon upgraden. You, ach, okay. The name, and you are a man not roam around. Oh, what does it matter? Your equipment. Let me have a look. But do it quick.
Natürlich nicht. Twinkling Titanite. Ach, für Special-Waffen brauche ich Dings. Und das ist ziemlich selten. Scheiße. Für Waffen, für Unique Weapons, also für einzigartige Waffen quasi, brauche ich Twinkling Titanite. Und das ist, wie gesagt, ziemlich... Hierfür genauso wahrscheinlich. Für den Grand Lake Armor, ja. Was hat der denn? Vielleicht hat er sowas... Ach stimmt, ich wollte ja. Genau. Wir begeben uns jetzt mal in die Richtung. Irgendwas konnte das Ding ganz besonders gut, ich weiß aber nicht mehr was. Poison Resistance ist jetzt auch nicht so krass von dem Ding. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls. Das hier allerdings muss es hier. Visions of Poor Soul, okay. So, das müsste jetzt... Wie heißt der Tower? Tower noch irgendwas. Highest Tower of Flame, okay. Schnell an dem Typen vorbei. Bonfire. Kindeln und reinsetzen. Schauen wir mal, ob wir den schon so kratzen sehen. Ja, ich weiß nicht, wie viel der Mensch noch hat mich komplett getroffen. Ja. Und dem mehr als gewachsen, würde ich behaupten. Wow, ich kann das komplett blocken. Scheiße. Ich hätte jetzt erwartet, dass man das umhaut, aber... Wow! Ich habe das anders in Erinnerung, dass man den hier ausweichen muss, weil die anderen uns komplett umhauen. Was ist Bone Dust nochmal? Hä? Ach so! Das macht die Stärke, also nicht die Anzahl der Uses, sondern die, die Heal-Menge. Wird dadurch mehr. Und drei Schläge. Passiert was? Das wird jetzt spannender. Ich glaube, der ist derjenige, den man ausweichen muss, weil er einen sonst umkloppt. Oder?
Nee, auch nicht. Ich kann das komplett blocken, das, oder? Ja, das habe ich echt... Haben die das genervt? Die gehen doch nicht... Das ist ja echt... Sollten wir es nerven. Ja, klassisches Beispiel von greedy werden mit Hits. Ja, das war der Aufnahmetimer. Ich muss jetzt gleich für den nächsten Part unterbrechen. Wow, da haben wir die. Ich sag's euch. Greedy Wer mit Hits ist Doom in diesem Spiel. Naja. Gut, bis zum nächsten Part, in dem wir hoffentlich